So, ja. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem nächsten Twitch-Abend, zu unserem Twitch-Abend. Wieder mit einer Runde Risen. Ich würde wieder vorschlagen, die erste Pause machen wir um 20.30 Uhr. Und bis dahin schauen wir mal, was diese Bauern hier, die für die Bruderschaft arbeiten, für den Inquisitor arbeiten, was die noch alles für uns an Aufgaben bereit haben. Okay. Ton läuft. Müsste alles passen. Oh Wunder. Also dann, Herr Tristan. Willkommen, Fremder. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich komme auch nicht von hier. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich hoffe, du weißt, dass es verboten ist, auf der Insel frei herumzulaufen, ja? Naja, soll mir recht sein. Solange dich die Ordenskrieger hier nicht sehen. Und wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Tristan. Ich bin Novize der Magie. Ich habe hier die Aufsicht. Diese ehrenvolle Aufgabe ist mir direkt vom Bund der Magier verliehen worden. Okay. Was ist das hier für ein Ort? Was ist das für ein Ort hier? Du bist hier auf einem Bauernhof, der der Inquisition untersteht. Wir bestellen das Land und sorgen uns um die Tiere hier. Unsere Arbeit sichert den Wohlstand und die Versorgung der Armee des Inquisitors Mendoza. Jawohl. Was haben die Magier mit der Inquisition zu schaffen? Was haben die Magier mit der Inquisition zu schaffen? Der Bund der Magier hat hierzulande schon sehr lange seinen Sitz in der Festung am Fuß des großen Vulkans. Es war ein Ort des Studiums und des Glaubens, bevor die dunkle Welle das ganze Land erschütterte und die emporgestiegenen Tempelruinen das Land bedrohten. Es ist ein Segen, dass sich der Inquisitor der Probleme und Bedürfnisse der Menschen auf dieser Insel angenommen hat. Die Magier unterstützen ihn mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, damit das Böse so schnell wie möglich wieder gebannt werden kann. Aus diesem Grund ist die Vulkanfestung heute sowohl Ausbildungslager für Rekruten der Inquisition als auch hohe Residenz der Magier. Verstehe. Okay, einen Moment noch kurz. Durch brav. Ja, passt alles. Ich nehme schon brav auf. Alles gut. Nochmal kontrollieren, immer zur Sicherheit. Also, was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Nun ja, du wirst dich einer Gemeinschaft anschließen müssen. Allein wirst du in der Wildnis nicht lange überleben. Vielleicht wärst du am besten beraten, dich von den Ordenskriegern zum Rekruten ausbilden zu lassen. Die Ausbildung am Kampfstab und die Lehre der Grundbegriffe der Magie würden dir sicher gut liegen. Vielleicht aber willst du dich dem Gesetz nicht beugen, dann wärst du bei den kämpferischen Banditen besser aufgehoben. Es kann aber auch sein, dass du genauso wie wir Novizen in die Geheimnisse der hohen Magie eingeweiht werden willst. Diese Wahl musst du für dich allein treffen. In jedem Falle aber wirst du in der Hafenstadt für jede dieser Gemeinschaften einen geeigneten Vertreter finden, der dir weiterhelfen kann. Also wenn ich du wäre, würde ich dorthin gehen. Okay. Ja, für was sollen wir uns eigentlich entscheiden? Als ich das letzte Mal gespielt habe, war ich Bandit. Ich spiele immer gern Bandit. Bei solchen Sachen. Aber jo, ich wäre auch nicht abgeneigt, mal die Kategorie Magier auszuprobieren. Oder eben ein Ordenskrieger zu werden. Da wir eh noch ein bisschen Zeit haben, warum entscheidet nicht die Mehrheit? Schreibt es mir in die Kommentare rein. Oder gleich im Chat. Zu welcher Fraktion ich mich anschließen soll. Oder wir uns anschließen sollen. Auf jeden Fall noch eine Frage, mein Bester. Kannst du mich zur Hafenstadt bringen? Kannst du mich zur Hafenstadt bringen? Ich kann hier nicht weg, Fremder. Ich trage große Verantwortung hier auf dem Hof. Ja. Aber Bruder Tellur wird dich sicher dorthin begleiten, wenn du das wünschst. Großartig. Nicht so schnell, Fremder. Wenn du willst, dass wir dir helfen, wirst du uns deine Hilfe sicherlich nicht verwehren, oder? Freilich. Ich hätte ja nichts anderes gedacht. Wie kommt man in die Hafenstadt hinein? Wie kommt man in die Hafenstadt hinein? Das Gesetz des Inquisitors besagt, dass sich niemand außerhalb der Stadt aufhalten darf.
Zurzeit wird das Haupttor der Stadt von den Ordenskriegern bewacht. Du kannst dort nicht einfach so hereinspazieren, Fremde. Ach komm, ihr Novizen wisst doch sicher, wie man da reinkommt. Nun ja, es gibt einen Weg, aber der ist nicht leicht zu finden. Die Hafenstadt hat noch einen Hintereingang oben im Norden. Soviel ich weiß, wird dieser nur von der alten Stadtgarde bewacht. Vielleicht hast du Glück und sie lassen dich dort hinein. Alles klar. Haltet ihr hier auf dem Hof... Bitte was? Handeln. Handelt ihr hier auf dem Hof? Handelt ihr hier auf dem Hof auch? Haltet, Handeln? Genau. Mit wem denn? Außer den Banditen gibt es hier draußen niemanden. Was ist mit mir? Handelt ihr mit mir? Besonders viel habe ich dir nicht anzubieten, aber vielleicht ist ja was Nützliches für dich dabei. Schauen wir mal. In Ordnung, was soll ich für dich tun? Nö, lass uns zuerst handeln. Lass uns handeln. Was hätte er denn schönes? Fackel? Guten Apfel? Brot? Das hat er sicher selbst gebacken. Heilkraut, kleine Heiltränke, eine Sichel und eine Pfanne. Na, momentan nicht. Später vielleicht. In Ordnung, was kann ich für dich machen? In Ordnung. Was soll ich für euch tun? Sprich mit meinen Brüdern hier auf dem Hof und mach dich nützlich. Wenn wir deine Hilfe nicht mehr benötigen, werden wir deinem Wunsch entsprechen und dich zur Hafenstadt begleiten. Alles klärchen. Wegen deines Hofs. Wegen deines Hofes. Die Kornernte hat sich erledigt. Die Kornernte hat sich erledigt. Gut, danke für die Nachricht. Hier hast du ein paar Münzen. Tja, Benny ist unser Sorgenkind. Ohne tatkräftige Hilfe wird er es nicht weit bringen. Er sollte vielleicht noch einmal seinen Wunsch, Magier zu werden, überdenken. Wup, 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 wup. Level aufgestiegen. Yeah, super. Na fein. Du bist aber nicht sehr nett. Boah, ich würde wirklich gern so ein Ordenskrieger werden, ehrlich gesagt. Das Kämpfen mit den Stecken, die da haben, das schaut so cool aus, wenn die damit herumfuchteln. Irgendwie würde ich es schon gern machen. Wäre auch etwas, was ich selber noch nicht kenne. Die Wurst, die bietet sich ihm jetzt nicht, oder? Wurst und rum. Nö. Ach, das Schwein taugt sich da, ne? Schön welzi welzi. Ja, ja. Ist auch ein Bio-Schwein, wie man sieht, ne? Also richtig natürliches Schweindl. Es ist sogar behaart. Das wissen ja viele nicht, ne? Das rosa Schweinchen, wie wir es kennen, ist ja gezüchtet. Das richtige Schweinchen ist behaart, fast wie eine Katze, ne? Hallo, Hansen. Wie sieht's aus, Kumpel? Wie sieht's aus? Nicht gut. Ich habe wohl die undankbarste Arbeit unserer gesamten Gemeinschaft. Okay. Was ist dein Problem? Wölfe. Oh. Ein Rudel hungriger Wölfe macht mir das Leben schwer. Meine Schweine waren mal 6 an der Zahl. Und nun sieh dir an, was davon noch übrig geblieben ist. Aber die sind immerhin glücklich. Hungrige Wölfe? Genau mein Ding. Wo sind sie denn? Hungrige Wölfe? Genau mein Ding. Es ehrt dich, dass du mir helfen willst. Aber ich muss dich warnen. Die Biester sind schon seit einigen Tagen nicht mehr hier gewesen. Ich schätze, sie kommen um vor Hunger und sind dadurch besonders gefährlich. Danke für deine Zuversicht. Wie auch immer. Trotzdem viel Glück. Wenn du in 2 Tagen nicht wieder da bist, gehe ich davon aus, dass sie dich erwischt haben. Na toll. Was, so lange braucht man doch nicht dafür. So oft werde ich jetzt mal nicht sterben. Woher kommen denn diese Biester? Woher kommen die Wölfe? Drüben im Norden gibt es eine kleine Höhle. Ich war noch nicht dort, aber ich möchte wetten, dass sie sich irgendwo dort ihr Versteck gesucht haben. Ja, aber die haben wir doch schon erledigt, oder? Habt ihr denn niemanden, der euer Viech beschützt? Die Krieger der Inquisition kümmern sich mehr um das Gold aus den Tempelruinen, als uns Novizen vom Bund der Magier zur Hand zu gehen. Wir sind auf uns allein gestellt. Gleichsam kommen sie aber regelmäßig hier vorbei und fordern ihren Tribut ein. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe es mir ja selbst so ausgesucht. Aber manchmal ist es schon zum Verzweifeln. Okay. Ihr werdet also von den Ordenskriegern ausgebeutet? Naja, das kann man so nicht sagen. Die Magier beugen sich dem Gesetz des Inquisitors. Sie sind der Meinung, dass das der einzige Weg ist, um uns und die gesamte Insel vor dem nahenden Bösen zu schützen. Wir Novizen werden von den Magiern dazu angehalten, uns neutral zu verhalten, solange die Dinge so sind, wie sie gerade sind.
Deshalb haben wir auch nichts von den Banditen zu befürchten, weil sie wissen, dass wir ihnen nichts tun. Leider hilft uns das bei den wilden Tieren der Umgebung hier herzlich wenig. Ach geh, dann gehen wir das gleich an, ne? Damit die Schweinchen auch glücklich bleiben, ne? Ihr zwei putzigen Viecheleins, ne? Wenn man bedenkt, ne? Es gibt ja wirklich, also man kann ja ein Schwein durchaus als Haustier halten. Da haben wir schon so ein Wolfviech. Komm her. Na komm. Mal schauen, ob ich es noch kann. Dreimal? Jawohl. Eins, zwei, dreimal. Hui. Zack. Au. Au, au, au. Ah, ja, okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Komm her, du Mistviech. Naja, so gefährlich sind die jetzt auch wieder in der D-Pista. Sind die nur normale, hungrige Wölfchen. So, mit dir war es schon mal. Fünf gibt's davon. Okay. Dann erst das erste hätten wir schon. Den ersten. Den ersten, la 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 la. Oh, da ist eine Truhe. Ich glaube, da drin sind noch mehr von diesen Biestern. Ein paar Goldmünzen. Nehmen wir gerne mit. Dann einen Mana-Trank, einmal Bier und einmal Krautstängel. Nehmen wir gerne mit. Alles. Ich glaube, da drinnen hausen sie, ne? Ja, ja, da lauert schon das nächste Biest. Was haben wir denn da, bitteschön? Kleiner Diamant. Hm. Ich hoffe, den vermisst keiner. So. Bevor ich da jetzt reinmarschiere, tue ich wieder mal gekonnt speichern. Ich würde sagen, hierhin. Und fortsetzen. Und dann gehen wir auch schon rein. Ich denke mal, dass wir hier richtig sein werden. Aha, ich könnte eine Fackel brauchen, sehe ich gerade. Weißt was? Ja, richtig. Inventar. Das war jetzt hier, ne? Richtig. Richtig. Na, was wackelt denn hier so? Wahrscheinlich hat er nur Angst. Warte. Achso, mein Axtkampf. Ja, okay, der Ring ist nicht so dienlich momentan. Fackeln haben wir hier. Ich werde sie dahin platzieren. Das ist, glaube ich, gut so. Dann kann ich darauf schneller zugreifen. Ach, ist das angenehm. Es werde Licht. Komm her, Hundi. Na, okay, Hundi ist gut gesagt. Dreimal. Hui. Na, du Viech. Jawohl. Na los, komm da her. Du Bestie. Jawohl, der erste ist schon mal erledigt. Ja. Den zweiten haben wir auch gleich. Ja. Ja. So, jawohl. Und, na, schau, da erwischt er mich noch. Alter, zweimal sogar, du Fiesling. Ja. Kackviech. Jawohl, aber jetzt ist er hin. Her mit deinen Innereien. Das da, es schaut gefährlich aus, aber scheint nur ein Heilkraut zu sein. Also hier halt zu wachsen. Und das in diesem finsteren Loch, ne? Hartnäckiges Kraut. Und da haben wir auch schon den nächsten. Komm her, Kerl. Zack, zack. Ho, 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 alle, hallo. So, komm her, Viech. Ja, kannst du knurren. Zack, zack, zack. Jawohl. Das war ein schöner Salto. Ja, machen wir da zuerst. Super, wäre nur noch einer. Wir haben hier haufenweise Goldmünzen, einen Knüppel aus dem Sack, einmal Wasser und einmal Eisenerzbrocken. Super, unser erstes Erz. Ja, und es ist kein magisches. Nein. La 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 la. Da ist er, glaube ich. Oder sie, oder er, wie auch immer. Komm her. Ja, ja, Quatsch. Bam. Ja, wo? Ja, komm. Dreimal. Jawohl. Eins, zwei, tuch. Zack, zack, zack. Okay, dann doch nicht. Komm. Zwei, drei. Jawohl. Sehr gut. Quest abgeschlossen. Bravo. Dann nehmen wir die Fackel wieder mit, sonst sehen wir nichts. Nichts. Gar nichts wird man sehen. Nix, nix, nix. Den hatte ich schon, ne? Jawohl. Jetzt werde ich trotzdem speichern noch einmal. Weil, wenn ich jetzt hier drin
weiter auf Erkundung gehe. Nicht, dass ich in irgendein Viech reinlaufe, das nicht zu besiegen ist. Sowas kann ja nämlich schon mal passieren. Aber da haben wir nur Gold und das kann ich noch nicht machen. Ja, richtig. Weil das haben wir noch nicht erlernt. Nee, nee. Huch, ich stecke da fest. So, da haben wir auch noch einen Mana-Pilz. Und dann langsam da rausschauen. Ah, ich weiß schon. Da kann man noch ein kleines bisschen in die Richtung gehen. Komm. Jawohl. Weil die Wölf, das ist, also dieses Wölfchen hier schaffen wir auch noch. Das haben wir auch schon mehrmals bewiesen. Da. Komm näher, Wölfchen. Ja, komm da. Batsch. Huch. Fu. Ha. Nicht erwischt. Mistviech. Zack. Na komm schon. Zack. Batsch. Und einmal noch. Ah, scheiße. Ich dachte, die wären schneller. Na los. Passt. Sehr gut. Her mit deinen Sachen. Ich glaube, da drüben gab es auch noch ein paar Viecherleins. Was essen wäre nicht schlecht. Runter damit. So. Da haben wir wieder genügend Fleisch, dass wir braten können. So. Ich werde das auch speichern tun. Oh ja. Yeah. Wenn zu viele Wildschweine auf mich losgehen, dann ist auch nicht so schön. Ich glaube, da vorne... Ja, ja. Und da sind Wölfe, ne? Zwei sogar. Sind es schwarze? Oder normale? Normale. Aber drei dafür, was auch nicht gerade schön ist. Na, komm her, Viech. Na, du greifst das Falsche an. Au! Ja. Jawohl. Drei. Ja. Zack. Ja. Ja. Jawohl, der erste ist gleich mal hin. Ja. Na, macht natürlich einen Seitwärtssprung, das Mistviech. Zack. Nicht getroffen, sehr schön. Ist auch eine Möglichkeit. Ja. So, der erste ist einmal erledigt. Aha, natürlich. Mistviech. Na komm nur her, du Kackviech. Wo ist der zweite? Nicht, dass der mich von hinten anspringt. Ja. Ja. Jawohl, au. Ja, ja, ist schon gut. Du Kackviech. Ja, schau dir das an, ne? Au. Zwei mit die Maus natürlich im Weg. Weil die ist schon fast beim Tisch runter. Ja, komm nur. Jawohl. Au. Ah, scheiße. Wow. Ich glaube, ich sollte mal ein Tränkelein nehmen. So, ja. Jawohl. Ja. Ja. Huch. Au. Du Mistviech. Ja, ja. Beiß nur. Ja. 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 So, ein bisschen noch. Schnapp, schnapp, schnapp. Ja, ja. Du blödes Viech. Geh endlich drauf. Jawohl. Jetzt haben wir nochmal den da. Supi. Na, komm nur. Komm nur. Au. Au. Jawohl. Einmal noch. So. Na, nix. Stopp. Hm. Zack, zack. Jawohl. Und her mit deinem Fell und deinen Zähnchen. Super, da oben war der dritte. Und die Fackel ist wahrscheinlich eh verschwunden. Na, die ist sogar noch da. Ob die noch funktioniert? Das werden wir gleich erfahren. Was essen wäre nicht schlecht. So, jetzt habe ich das Essen auch verbraucht. Okay, die liegt nun mal da. Kann ich leider nicht mehr verwenden.
So, das ist jetzt glatt wieder ein Speichernwert. War ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Und da muss ich mal schauen, dass ich kehrt Marsch mache. Schön langsam. Ist da noch irgendwas Brauchbares? Nö. Weil wir müssen ja noch unsere Quest abgeben. Sonst denkt er nämlich, wir sind echt draufgegangen. Dabei haben wir alles brav erledigt. Aber die möchte ich noch gern probieren. Au, au, au. Ja, war klar. Ja, sicher. Okay, die sind doch stark. Die sind schon sehr stark. Das hätte ich nicht machen sollen. Ja. Ja, ja. Klar ist klar. Sauf, mein Bester. Ja, das war echt ein Trank für nix. Ja. Treff ich überhaupt? Puh. Da brauche ich 20 Jahre, bis die besiegt sind. Ja. Oder vielleicht 21. Puh, haha. Na los. Zweimal, aha. So ist das schon. Puh, nicht so viel riskieren. Zweimal reicht schon. Langsam, langsam. Ja. Ich glaube, der steckt gerade fest. Oder doch nicht. Ja. Ja. Dreimal, jawohl. Ja. Jawohl, gleich ist das erste Viech hin. Ja. Hoffentlich. Jawohl. Wow, immerhin 90. Punkte kriegen wir dafür, das... Au, au, pfuhu. Ja, ja. Jawohl. Ja. Komm näher. Ja, ein bisschen noch. Lief gar nicht mal so schlecht. Ja. Jawohl, bravo. Sehr schön. Ein Flügel und Flügelstaub, selbstverständlich. Super. Vielleicht soll ich mich auch noch mit den Wildschweinen anlegen. Dann haben wir hier Clear. Dafür mal zuerst speichern, richtig. Unbedingt. Ja. Und fort ist jetzt da. Nein, nicht da. So. Was hätten wir noch Leckeres zu essen? Haben wir nicht noch Hähnchenkeulen? Knusprig und lecker. Die putzen wir auch gleich weg. Runter damit, runter damit. Na komm, schnapp, schnapp. Sehr gut. Rohes Fleisch, Wasser, wird nur Mana recken, ja. Genauso wie auch die Milch, auch der Wein, das Bier etc. Das ist, ja, das sieht man schon mal, ne? Magier sind echte Säufer, ne? Nein, das nicht. Erfahrung plus 10, die Reiselust. Ob man da vielleicht, das weiß ich gar nicht, ob man da nicht einen Trank draus machen kann, die lasse ich mal. Mana, Mana, wie viel Mana denn noch? Ich brauche gar nicht so viel Mana. Den Pilz futter ich mal weg. Und vielleicht noch ein Heilkraut. Zwei. Perfekt. Mhm. Perfekt. Gut. Weil ich gerade genesen bin, tue ich das nochmal schnell speichern und setze fort. Und dann schauen wir mal, ob wir gegen diese Wildschweinchen da nicht bestehen werden. Schrägstich können. Komm her, du Sau. Hm? Na los, Schwendel. Ah, hey. Das ist jetzt aber auch eine Frechheit. Au. Ja, du Sau. Ja, schau, hey. Also, das mit dem Schildblock haut auch nicht wirklich hin. Steh weg, du Sau. Ja. Jawohl, die erste ist schon mal weg. Die zweite wird auch kein Problem sein, hoffe ich mal. Au.
Und der letzte Schlag. Super. Haben wir hier geklärt. Her mit deinem Zeugs. Also rohes Fleisch und Wildschweinfell. Ja. Wie man sowas Borstenartiges gern haben kann, ist mir ein Rätsel, aber bitte. Wird sich schon ein Käufer finden. Es sind harte Zeiten, da wird alles gebraucht. Passt. Wir marschieren mal zurück. Zurück, 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 rück, rück. La 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 la. Das gibt schöne Pünktchen für uns. La la la. Supi. Und überall dieses Beben, ne? Oh, hallo. Sind zwei Tage schon um? Hey, du. Ich muss dich warnen. Ein Krieger des Ordens ist auf unseren Hof gekommen. Echt? Als hätte ich es geahnt. Du dürftest ja eigentlich gar nicht hier sein. Hör zu, wenn er dich sieht, dann bist du erledigt. Er wird dich niederschlagen und in die Vulkanfestung bringen lassen. Und was jetzt? Wir müssen warten, bis er wieder weg ist. Am besten, du folgst mir unauffällig und verschanzt dich in unserem kleinen Lagerhaus. Dort steht ein Bett. Leg dich dorthin und schlaf erstmal eine Runde. In ein paar Stunden ist der Ordenskrieger weg. Alles verstanden? Geht klar. In Ordnung. Langsam, erklär's mir nochmal. In Ordnung. In Ordnung. Alles klar. Ja. Los geht's. Und pass auf, dass er dich nicht sieht. Jawohl. Dann hoffen wir mal, dass er uns nicht sieht. Schade, jetzt wäre eine Rauchbombe nicht schlecht, die man damals als Schurke in World of Warcraft einsetzen konnte. Da, dann legen wir uns mal hin, ne? Also, gutes Nächtle. Ich würde sagen, bis zum nächsten Morgen pennen. Das müsste mir erst genug Zeit sein. Was denn, ist es schon soweit? Boah. So, ist er weg? Und? Die Luft ist rein. Passt. Der Ordenskrieger ist wieder gegangen. Puh, das war knapp. Mhm. Wenn er dich erwischt hätte, wärst du jetzt schon auf deinem Weg in die Vulkanfestung. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Oh ja. Diese hungrigen Wölfe sind erledigt. Seine hungrigen Wölfe sind erledigt. Du hast sie getötet, ja? Das ist gut. Dann kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Ich hoffe, dass du deinen Weg finden wirst, mein Freund. Das hoffe ich auch. Ja. Leb wohl. Und nochmals vielen Dank. Sehr gern. Gut, Moment. War da hinten nicht auch eine Wildsau? Ja, ich habe mich richtig erinnert. Da ist eine Wildsau. Spiel speichern. Das darf man auf jeden Fall mal speichern, würde ich sagen. Ich war doch ja. Also wir waren ja eh schon brav, ne? Du Sau, komm mal her. Ja. So. Ja. Ja. Jawohl. Und geht schon, Schweindl. Was? Dann mach ich halt, wenn's du nicht willst. Au. So, jawohl. So enden wir alle mal. Als Grabstein? Ruhe in Frieden. Na, sehr gut. Ein Grab. Sind etliche gestorben, hä? So enden wir alle mal. Ja, sind tatsächlich etliche gestorben. Ob da jetzt der Keiler dran schuld ist? Ich glaube nicht. Da, da, da. Ob der wahrscheinlich nur nach Trüffeln gesucht hat? Ich glaube, ich habe euren Freund getötet. Entschuldigung, Schweinchens. Er war eh eine brutale Sau. So, ja. Herr Tristan, wegen deines Hofs. Wegen deines Hofes. Die hungrigen Wölfe in der nahegelegenen Höhle sind erledigt. Die hungrigen Wölfe in der nahegelegenen Höhle sind erledigt. Das ist die beste Nachricht seit langem. Das hast du vortrefflich gemacht, Fremder. Nimm dies als Lohn. Dankeschön. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Ich werde deine Tränke mitnehmen. Naja, wobei, 4 hätte ich noch. Wie viel rohes Fleisch haben wir denn? Rohes Fleisch? 7 Stück. Au, warte. Na, beenden. Ente, hast du irgendwo eine Kochstelle für mich? Darf ich mal? Herd und so?
Kein Herd? Herd. Kochen. Du weißt schon, Essen machen. Ihr habt hier kein Herd? Von was lebt ihr denn bitte? Von Beeren und Obst? Ja, die haben nicht einmal ein Lagerfeuer. Da drüben vielleicht, war da drüben etwas? Ich will nicht das rohe Fleisch essen müssen. Hallöchen. Na. Puh. Das ist jetzt aber nicht so klasse. Da muss ich doch die Tränke bei ihm kaufen. Mist, verdammter. Naja, was soll's. Also, Herr Tristan, lass uns handeln. Dann gib mir halt deine 5 Tränke da. Auch wenn's ein Wucher ist, natürlich. Habe ich irgendeinen Ramsch, den ich dir verkaufen kann? Ja, Flügelstaub kannst mal haben. Flügelchen. Die Zähnchen will ich gleich mal alle geben. Boah, das geht's ja aber niemals aus, ne? Bei die Wolfsfelle bin ich noch vorsichtig, aber du kannst die Wildschweinfelle haben. Weil ich glaube, Wolfsfell hat jemand verlangt. Oder was, das Wildschweinfell? Ach, ich trau mir nicht. Die lasse ich mal. Auf jeden Fall weiß ich Werkzeug. Alles kriegen wir von bestimmten Viechern. Ich weiß nicht so recht. Den Knüppel aus dem Sack kann er noch haben. Und den Rest bezahlen wir halt so. Ah, das brennt. Vierte dann. Ja. Gibt's hier... Ah, du bist noch, ne? Hallo, Tellur. Pass auf, wo du hintrittst. Das Korn hier auf meinem Feld ist ziemlich empfindlich. Jawohl. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Nein, ich habe schon das Wichtigste erledigt, was auf meinem Feld zu tun war. Oh. Trotzdem danke für dein Angebot. Gerne. Tristan meint, du könntest mich zur Hafenstadt bringen... Taschendiebstahl probieren? Probier mal gern. Das ist zu riskant. Ah, war klar. Tristan meint, du könntest mich zur Hafenstadt bringen. Ja, das kann ich. Aber hat er auch gesagt, dass ich dich dahin bringen soll? Naja, nicht direkt. Aha, frag mich nochmal, wenn er es getan hat. Ah, so schaut's aus. Du, Tristan, ich geh jetzt betzen. Wegen deines Hofs. Wegen deines Hofes? Tellur hat nichts zu tun für mich. Tellur hat nichts zu tun für mich. Er ist schon lange mit seiner Arbeit fertig. Ja, Tellur ist unser Bester. Eines nicht allzu fernen Tages wird er uns alle noch etwas beibringen können. Ach ja? Ich denke, auf deinem Hof gibt's nichts mehr zu tun für mich. Ich denke, auf deinem Hof gibt es nichts mehr zu tun für mich. Gut, dann steht es dir nun frei zu gehen, Fremder. Hier hast du ein paar Dinge, die dir auf deinem Weg nützlich sein werden. Möge dich die heilige Flamme schützen. Wenn du immer noch zur Hafenstadt willst, dann geh nun zu Bruder Tellur. Er wird dir den Weg zum Hintereingang der Stadt zeigen. Danke. Das ist sehr nett. So, aber jetzt sollst du mir bitte helfen. Tristan sagt, du sollst mich zum Hintereingang der Hafenstadt bringen. Der Hofstadt, Tristan, genau. Tristan sagt, du sollst mich zum Hintereingang der Hafenstadt bringen. Kein Problem. Es ist aber ein weiter und gefährlicher Weg, musst du wissen. Bereite dich also darauf vor. Wir sind geschneuzt, gestriegelt, unser Inventar ist voll. voller brauchbarer Dinge. Also ich würde sagen, ich bin bereit. Auf zur Hafenstadt. Ich bin bereit. Auf zur Hafenstadt. Gut, folge mir. Aber bleib dicht hinter mir, klar? Jawohl. La 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 da da dam dam da da dam. Theoretisch müsste ich jetzt allerhands Viecher bullen. Huch. Die Insel ist voller Gefahren. Auch dieser See hier unten. Aber wenn du auf dem Steg bleibst, kann dir nichts passieren. Komm, weiter geht's. Ja, ich will aber in Gefahr sein. Ich will die dort besiegen. Die geben 90 Erfahrungspunkte. Dann gehe ich halt nochmal zurück. Ganz einfach.
Dann gehen wir einfach nochmal zurück und die Geschichte hat sich. La la la. Schön schaut sie aus. Noch so friedlich und so, ruhig. Hier geht's runter zum Haupttor der Hafenstadt. Danke. Aber jemand wie du ist besser beraten, wenn er nicht darunter geht. Du würdest nur einem Trupp Ordenskrieger in die Arme laufen. Naja, und was die mit dir anstellen, brauche ich dir ja sicher nicht mehr erzählen, oder? Nein, du Griesgram. In Ordnung, hab's kapiert. Geh weiter. Danke, ab hier komme ich allein zurecht. Na, geh weiter. In Ordnung, hab's kapiert. Geh weiter. Gut, dann mal los. Wie gesagt, wir gehen dann sowieso nochmal zurück und klatschen die Viecher weg. Zum Glück verschwinden die nicht. Wenn du diesem Weg hinauf folgst, wirst du zur Vulkanfestung gelangen. Aha. Aber was rede ich? Überall auf der Insel sind Schilder aufgestellt, die dir den Weg weisen, wenn du dich verlaufen hast. Verstehe. Soll ich dich noch weiterführen? Sicher, es gibt Erfahrungspunkte dafür, also geh weiter. Ja, geh weiter. Gut, na dann komm. Ein letztes Mal. Da ist ein Wölfchen. Ich glaube, wir bullen ihn nicht. Nein, er knurrt nicht zumindest. So, ja. Den Rest bis zum Hintereingang der Stadt musst du alleine gehen. Gut. Es ist aber nicht mehr weit. Ja. Halte dich von hier ab Richtung Süden, durch den schmalen Korridor dort. Immer weiter nach Süden. Und du wirst auf eine hohe Felswand treffen. Dieser folgst du einfach weiter. Sie wird dich direkt zum Stadttor führen. Und was passiert dann? Ich vermute, dass eine Wache der alten Stadtgarde vor dem Tor steht. Naja, aber ich schätze, dir wird schon was einfallen, wie du den Wachposten überredest, dich passieren zu lassen. Überreden? Wie soll das laufen? Sagen wir mal so, wenn du genug Gold dabei hast, wirst du seine ganze Aufmerksamkeit haben. Ganz das klar. Das war schon immer so bei den Jungs der alten Stadtgarde. Verstehe. So, ich muss jetzt wieder zurück zu meinem Kornfeld. Viel Glück und lass dich nicht unterkriegen. War so klar hier. Wir gehen auch ein Stück des Weges mit. Ich will hier nämlich ein paar Viecher klatschen. Da sind gleich zwei Wölfe schon wieder. Das heißt, wir tun speichern, weil das waren doch einige Erfahrungspünktchen. Lalila, la, lalila. Seid ihr schwarze Wölfe? Hungrige Wölfe nur. Das geht. Kommt's denn her? Ich hoffe, dass der... Oh. Au! Das teile ich dir heim, Viech. Ja. Boah, wow. Ja. Super. Au! Jawohl! Komm her! Au! Hey! Sehr gut. Na, wo sind sie denn jetzt? Da? Und der zweite? Das Gras ist zu hoch. Ah, da. Passt. Da wächst ein Blümchen, also eine Beere besser gesagt. Wo geht's da hinten hin? Ah, das Viech da hinten, das lassen wir noch in Ruhe. Das ist noch nichts für unsere schwache Heldenbrust. Das können wir noch nicht stemmen. Nein. Die haut uns weg. Das war jetzt, glaube ich, wie hießen die? Donnerechsen oder so. Ja, wenn die aufstampft, gibt es wirklich Donner. Da war jetzt aber noch ein Wölfchen, glaube ich. Ja, ja. Wolfi, Wolfi, Wolf. Ja, komm, komm. Ja. Ja. Nur ein totes Wölfchen ist ein gutes Wölfchen. In dem Fall. Also der Wolf da, ne? Da, da, da. Da, da, da. So, auch hier. Köstliche Beeren. Noch da. Da haben wir noch eine Heilwurzel. Oh, Scavengers da drüben. Und eine Heilpflanze. Scavengers. Scavy, Scavy, Scavengers. So. Komm da her, du Vogel. Auch vorher noch schnell speichern. Hierhin.
Ja, ich bin diesmal sehr vorsichtig wieder und speichere wieder mal zu viel. Komm her, du Viech. Hoffentlich nur du allein. Na, jetzt kommt er gar nicht. Hey, du blöder Vogel. Alter, hast du den Vogel gerade gesehen? Was ist mit du? Au! Naja. Kommt's denn her, ihr Gefraster? Du wagst es. Au! Ich muss mal was saufen gehen. Aha. Ja, das ist Kamott. Dass der da dir gerade die Flucht versperrt. Mohaha. So. Aus dir mache ich Geflügel, also Hühnchenkeulen. Jawohl. Siehst du, habe ich ja gesagt. Hühnchenkeulen. Da vor oben sind Stachelraunzen, ne? Ja, zwei Stück wieder. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Oder eine. Na, zwei, glaube ich. Den sehe ich auch ein paar Stacheln. Ja, komm. Mach Buff. Ach, ja. Bist du bullistischer Außengeschenk. So. So, die erste ist hin. Die zweite auch gleich. Na komm schon. Zack. Au, au. Jetzt aber. Wow. So, köstliches rohes Fleisch. Und da oben bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob da nicht ein zu fieses Monster ist. Oder nicht. Mir kommt aber vor, es lauert hier was Böses. Nein. Eine Ogerwurzel. Nichtsdestotrotz ist hier jemand, glaube ich, gestorben. Zumindest hatte hier, also hatte derjenige hier ein Lager. Ja. Und hat gleich mal seine Habseligkeiten hier liegen lassen. Das kommt uns wieder super zugute. Und wir hatschen wieder runter. Yeah! Jetzt gehen wir noch ein paar Motten klatschen. Zumindest probieren. Bis mir die Heiltränke ausgehen. Was nicht so schön wäre. Da oben könnten wir aber auch hinschauen. Machen wir zuerst mal die Motten fertig. Eine Seite wird recht kompliziert werden, weil da viel zu viele Biester aufeinander hocken, sozusagen. Oder zu nah beieinander sind. Ja, yeah, Platsch. Aber die eine da, die kriegen wir hoffentlich schon mal klein. Na komm her. Zack. Komm schon. Stich. Okay. Ich glaube, das geht sie aus. Wow, okay. Das war zu viel, zu hoch gepokert. Ich dachte, das geht sie noch aus. Schon wieder falscher Knopf. Jetzt aber. Mal was essen. Ich will nicht so viel von dem Zeug verbrauchen. Schlafen gehen. Schlafen gehen wäre eine Methode. Die käme uns billiger. Ich hüpfe mal hier raus. Und Kraut, sehr gut. Ich hüpfe weiter. Hier haben wir Heilkraut auch. Weil das Heilkraut möchte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt wegfuttern. Wegen Tränke machen und so, ne? Deshalb bin ich bemüht, dass wir mal schlafen gehen. Weil das dürfen wir hier zum Glück. Halt. Ist das ein Huhn? Nein. Druiden-Stingsbums-Pilz. Ich gehe mal pennen.
So. War ja wieder anstrengend heute, ne? Bis zum nächsten Morgen gleich. Um eine mögliche Dunkelheit und Finsternis auszumerzen. So habe ich halt gespielt, ne? Wir werden jetzt des Öfteren hier kurz mal pennen gehen. Schauen, was wir da drüben haben. Huch! Herrschaftszeiten. Da drüben, da oben droben. Da oben droben haben wir Viecherleins. Na, komm. Ja. Fortsetzen. Da oben haben wir Viecherleins. Das gefällt mir gut. Ob nicht sogar ein paar Wölfe hier sind. Aber zuerst einmal hier. Ja. Ja. Komm her, du Federvieh. Vier gleich. Das habe ich wieder mal ganz schlau gemacht. Ja. Ja. Das habe ich ganz schlau gemacht. Ja. Ganz schlau, ganz schlau. Alles gut, ja? So, alles gut. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Boah, Glück gehabt. Nur Glück. Ja. Au, nix Glück. Ja. Puh. Jawohl, der erste ist schon mal weg. Au. Ja. Der zweite ist auch schon weg. Das ist sehr gut. Na, 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 den wollte ich nicht haben. Ja, Pech gehabt, ne? Genau, den wollte ich haben. Jawohl. Na komm schon. Ja. Jawohl, der ist fertig. Ja. Ja. Na, na, nichts da verstecken. Nicht, dass du, dass ich dich da nicht looten darf. Au. Blödes Viech. Na, ja, geht ja. Passt. Looten. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Passt. Bin schon zufrieden. Gibt es hier ein Kraut für uns? Ja. Da auch noch was? Nein. Super. Super, super. Ich glaube, wir haben noch genügend Leben, um es mit einer einzigen Motte aufnehmen zu können. Dass wir es auch mit recht großer Sicherheit überleben. Ich bin gespannt. Davon ist nämlich schon unser erstes Opfer. Auf jeden Fall mal speichern. Wieder mal. So, und fortsetzen. Das Kraut nehmen wir noch mit. Komm her, Motti. Aber bitte nur eine, wenn es geht. Das wär mir sehr lieb. Ja, ja, komm näher. Ja, schaut gut aus. Ha, du willst mich stechen? Schimpf. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt sind es zwei. Die eine bringe ich nicht so schnell um. Wie ich es gerne möchte. Puh, ja, das war nicht so gescheit. Ich dachte eine, nicht zwei. Jetzt kommt die dritte auch noch. Jetzt muss ich gleich einen Trank nehmen, sonst bin ich erledigt. Hoffentlich geht sie's aus. Na, nicht wirklich. Puh, pahaha. Ja. Aua. Na, warte, da muss die zuerst sterben. Stich. Ja. Na komm, Stich. Hä? Aha, du? Ja. Puh, beide. Schäm dich. Hä? Ja. Schäm dich, du Flattervieh. Ja. 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 Na, stich, stich, stich. Ja. Jawohl. Ja. Nur schön Zeit lassen. Irgendwann schaffen wir es schon. Ja. Ja, die erste ist schon mal weg. Das ist gut.
Na, Stich. Ja. Ja. Puh, Karamente eine. Ja. Jawohl. Die wollte mich gerade stechen, die Sau, ey. Passt. Super, und wir gehen schon wieder pennen. So machen wir das. Aber diesmal glaube ich bis mittags, sofern ich mich nicht verdrücke. Dann müsste das schon passen. Wow, schon fast eine halbe Stunde. Ich bin schon wieder müde. Bis mittags schlafen. Das müsste ich ausgehen nochmal. Noch dürfte nicht mittags sein. Hoffe ich halt. Und das wäre mir auch ein Speichern wert. Auf jeden Fall. Das lief nämlich gar nicht mal so schlecht. Juhu! Patsch. So, die nächsten. Irgendwo da hinten gibt es, glaube ich, noch Moorleichen. Glaube ich auch. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich fürchte, die werde ich so und so pullen. Flatter, 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 flatter. Zwei kommen. Zwei kommen. Ja. Ah, du willst stechen, du Saufich. Ja. Du willst mich stechen? Ja. Ja. Komm daher, du Mistviech. Boom, ne? Ja. Du fieses Insektenviech. Ja. Ja. Nichts getroffen. Wohin bitte zielst du denn? Ja. Au. Na warte, du Käfer. Au. Es ist schon gut. Dann halt nur zweimal. Dreimal, aha. Puh. Ich glaube, das ging gut aus. Ja. Jawohl. Perfekt. Ja, und leider wieder pennen gehen. Bam, badadam, bam, bam, dam. Es ist momentan die beste Möglichkeit, Ressourcen zu sparen, zu leveln, große Viecher zu besiegen, der man einfach hierher geht und sich schlafen legt. So, wieder bis zum nächsten Morgen, Abend, na, morgen. Es wird dann zum Schluss zu schnell dunkel und das wäre nicht klasse. Das wäre gar nicht klasse. Nein, 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 nee, nee. So, also tun wir wieder schön speichern. Das geht echt gut. Ich hab mit mehr Problematiken gerechnet, ehrlich gesagt. Ja. Hui, patsch. Jawohl, da hinten ist nämlich noch ein so ein Scheusal. Und dann will ich probieren, ob es uns nicht gelingt, so eine Sumpfleiche zu pullen. Patsch. Ja. Ja, komm näher. Hallo. Na komm. Doofi. Das war's mit dir. Boah, hopp. Entschuldigung. Einmal zu viel drauf gedrückt. So. Da hinten haben wir Sumpfleichen. Ich weiß nicht, ob wir die gut besiegen können werden. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht kann ich eine herbullen. Also komm, tut mal eine.
Moorleiche. Entschuldigung, ich sage immer Sumpfleiche. Da. Au. Ahaha. Au, zwei Angriffe sind unfair. Die macht ganz schön viel Schaden auf uns halt. Ja, ja, genau. Mit meinem Buttermesser, ne? Na los. Okay, wenigstens ein Treffer. Oh. Oh, scheiße, zwei. Schnell was trinken. Puh, jetzt bleibe ich hängen, ne? Auch wieder super. Ich liebe es, wenn die sich an der Wand festbacken. Yes, 80 Punkte. Und hier mit deinem Stecken. Yeah. Supi. Das ist mir wieder ein Speichern wert. So, ja. Und fortsetzen. La 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 la. Waren da drüben denn nicht noch welche? Ich weiß, da drüben ist eine Höhle. Ich habe vergessen, was drinnen war. Ich glaube, noch mehr Moorleichen. Ich glaube, ich fürchte es. Könnten aber auch schlimmere Viecher gewesen sein. Auf jeden Fall gönne ich mir noch einmal eine Mütze voll Schlaf und dann werde ich da nochmal speichern. Auf der Brücke hier und werde dann rüber hüpfen in die Höhle und mal schauen, ob da drinnen Monster sind, die wir besiegen können. So. Wieder genug gearbeitet für heute. So, gehen wir wieder schlafen. Da dam dil da dam da da dam. Dadl-dam, dam, dadl-dam. Hui. Also, ich werde hier einmal speichern. Yep. Und fortsetzen. Und begebe mich mal in die Richtung. Ich zücke auch gleich mal die Buffen. Die Waffe. Na, Waffe. So. Weil irgendwo... Ah ja, da vorne ist sie. Boah, da hatte ich Glück, dass ich die nicht gebullt habe, ne? Ich wusste doch, dass es zwei sind. Und die Höhle da drüben habe ich gemeint, ne? Na komm schon, du schiefes Viech. Ja. Jawohl. Ja. Ja. Aha. Ja. 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 Jawohl. Na los. Trifft er mich, der Schwein, ne? Na los, na los. Hey, nichts erwischt, nichts erwischt. Trottel, Trottel, Trottel. Bam. Oh, schade. Jawohl. Na komm. Jawohl. Jawohl. Nochmal 80 Pünktchen für uns. Und her mit deinem Knüppelchen. Super. Was ist da drin? Warte mal. Dann schauen wir uns das mal an. Ich tue es nur erkunden. Es ist ein... Oh, okay. Nee, vergiss es. Die Viecher waren es. Stimmt. Da, das ist nichts gut. Die sind nichts gut. Lauf. 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 Die sind schwer zu besiegen. Die gehen wir nicht an.
Gut, sie verfolgen uns nicht mehr, Gott sei Dank. Okay, passt, da waren wir jetzt eh schon brav. Da können wir uns einmal schleichen. Da drüben habe ich noch gesehen, gibt es noch ein paar Motten. Die werden wir auch noch besiegen. Garantiert. So, passt, da haben wir noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. So lange hat das jetzt ja gar nicht gedauert. Und wir haben ja ordentlich Erfahrungspünktchen dafür kassieren dürfen. Genau, die Motten davon habe ich gemeint. Ich dusche wieder speichern, ganz recht. Wenn ich nämlich versage, brauche ich nicht allzu weit hatschen. Weil das hier sind 5. Butterdeichsel. Wenn ich die jetzt nicht knurren gehört hätte, ne? Hätten wir mit dir jetzt von hinten angehüpft, diese Schweine. Schweinsviecher. Komm her. Oh, bist du aggressiv? Ja. Aber ich bin aggressiver. Oha. So, her mit euren Fellen. Da haben wir noch eine Mana-Pflanze. Da ist auch noch was. Ich habe sicher schon wieder ein paar Stellen zum Graben übersehen, ne? So ein Schlaufuchs, wie ich bin. Nichts leichter wie das. Noch mehr Reiselust. Sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die alle 5 da besiegen können. Keine Ahnung. Ich würde gerne irgendwas rüberschmeißen, ehrlich gesagt. Vier sind es momentan. Wo ist der 5. hin? Waren es nicht 5? Das sind nämlich die starken auch noch. Die 90er Viecher. So. So. Einfach ein bisschen Zeit lassen. Aha, natürlich schleichst du dich raus, ne? Du Bastardviech. Ja. Na los, du Saufiech. Puh. Das ist halt jetzt auch nicht nett, ne? So. Jawohl. Ja. Au. Vorsichtig. Ja. Ja. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja. Zum Glück sind die Viecher ein kleines bisschen buggy und nicht ganz so schlau wie wir. Jawohl, der erste ist hin. Der hätte mich jetzt fast gestochen, die Sau. Langsam, 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 langsam. Puh, trinken, trinken, trinken. Schnell, 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 schnell. Wow. Nicht zu viel riskieren. Langsam. Ja. Nur 2. Nur 2. Nur 2. Achtung. Puh. Du Drecksviech. Jawohl. Ja. Ja, gleich haben wir den. Jawohl. Ja. Ich
Ich muss mich dann dringend mal heilen. Ja. Langsam. Ja. Ja. Na, wer von euch beiden? Ja, logisch. Von links, rechts. Und die Maus natürlich nicht mitgespielt. Blöde Kackmaus. Ach ja. Dabei wäre das jetzt so schön gewesen. Puh, leider. Nochmal. So ein Dreck. Ja, ich war auch nicht ganz genesen. Typisch. Einmal Grünblatt. Einmal Schwammerl. Brot nehmen wir auch. Eine Minze. Ja. Jetzt hoffe ich, dass es passt. So ein Pech. So ein Pech, dabei lief es echt super. Meine Hände tun schon leicht weh. Mi. Oh. Aha. Jawohl. Gut. Ja. Du Sau. Ah, da ist noch so eine Sau. Na, jetzt läuft's so schlecht. Ja. Ach komm schon, du Kackviech. Bin gerade voll konzentriert. Ja. Ja. Drei getroffen, sehr gut. Jawohl. Also dreimal getroffen, nicht drei Viecher, sondern dreimal getroffen. Da bin ich schon mehr als froh. Hast du das gesehen? Die wollten noch stechen. Kleines Kackvieh. Ja, scheiße. Komm. So könnte es wieder was werden. Na, oh, so nicht. Ja. Na komm. Boah, die Vier sind so lästig. Jawohl. Jawohl, die erste ist hin. Gott sei Dank. Wie geht denn das jetzt? Ich steck fest. Nicht gut. Gar nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. In keinster Weise gut. Stich. Trinken. Eigentlich nochmal trinken. Und schützen. Oh. Du Mistviech. Na komm schon. Ja. Jawohl, dreimal. Ja. Nur zweimal, stopp. Ja. Ah ja, natürlich sticht sie, die Sau. Also, eigentlich ist keine Sau, ne? Wow. Alter.
Du fiese, kleine Drecksmotte. Schau das an. Und dann will sie mich wieder von der Seite stechen. Das ist schau, trifft mich ja von der Seite, weil die Maus schon wieder irgendwo ist. Na los, komm. Ich werde wieder versagen. Ja, du Mistviech. Oh. Ja, trifft sie. Ja. Langsam. 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 Ja. Gleich ist sie hin. Jawohl. Jawohl. Aha. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, hör auf. Du Kackmotte. Ja. Komm schon. Jawohl. Immer die hintere im Auge behalten. Ja. Jawohl. Jetzt bist nur noch du und ich, du Saufich. Ja. Yes, yes, yes. Schön gemacht. Schön, schön, schön gemacht. Schnell speichern. Ja, war doch klar, dass wir das hinkriegen, ne? Die Finger. Die Hände, alles kaputt. Eins, zwei. Wo ist der vierte? Drei waren da hinten. Den vierten haben wir wo? Da. Das lief gut. Dafür haben wir da vorne jetzt auch endlich mal eine Feuerstelle. Lalalala. Einen Pilz. Eine Kiste. Jetzt gehen wir gleich Fleisch braten. Obwohl es eigentlich taktisch richtig wäre, noch zurückzugehen. Aha, da dürfte mal ein Jäger gewesen sein. Felle und Zahn und so weiter, ne? So, mal schnell braten, ey. Alles, was wir haben. Schnell braten, das haben wir uns verdient. Aber ich werde sie nicht essen. Ich werde wirklich zurück. Ja. Ich werde wirklich zurückgehen und schlafen gehen. Das ist momentan bei dem Zustand effektiver. Hm, riecht schon mal nicht schlecht. Ja. La 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 la. Diesen Umweg nehme ich jetzt gerne in Kauf. Das haben wir echt jetzt fein hinbekommen. Wirklich wahr. Brav, brav. Das nächste Level up wird wohl hoffentlich auch nicht mehr allzu weit entfernt sein. Hoffe ich mal, hoffe ich mal, hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich mal. La la la, la lila. Dam di dam da dam. Dam da dam da dam. Hui. Dab da 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 di dab di dab. Da 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 dam da dam di dam di dam. So. Die Ruhepause haben wir uns jetzt echt verdient. Ich würde sagen, bis zum nächsten Morgen pennen. Ja, ja. Sehr gut. Und dann gönne ich mir nochmal ein Schlückchen, Bröstelchen auf euch. Damit die Gurgel nicht verrost. Das wäre ganz schlimm, dann kann man nicht mehr sprechen. Mhm. So. La 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 la. Da freut sich unser Held. Der hüpft gleich zu seinem nächsten Abenteuer. Ich habe gesehen, dort unten war ein Scavenger. Mit ein bisschen Glück können wir den noch besiegen. Über die Brücke sollte ich eigentlich auch drüber gehen. Da
Da gibt es auch einige Viecher zum Besiegen. Ich habe nur vergessen... Hoppla, Entschuldigung. Ich habe nur vergessen, welche Kategorie die hatten. Ob das jetzt Wölfe waren oder Schlimmeres. Fort, schau dir den Vogel an. Ja. Du Vogel. Du hast doch einen Vogel. Ja. Ahaha. Boah, das war Glück. Ja. 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 Na komm, du Federvieh. Ja. Boah, das war schön. Ja. Jawohl. So ist besser. Ja. Jawohl. Jawohl, supi. Zwei Keulen für uns. Das ist die zweite, nämlich. Da ist noch mehr. Ich weiß, man darf eigentlich nicht in diese Richtung gehen. Es wurde uns ja gewarnt, dass wir da nicht runter sollen, aber schaut mal, da gibt es so viele Scavengers für uns, die nur darauf warten, geschlachtet zu werden. Ja. Du Sauviech, hallo? Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Na komm. Hahaha, getroffen. Habe ich gar nicht damit gerechnet, dass das noch was wird. Na, no, was ist mit dir, Händel? Kra, 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 kra. Na los. Ja. Puh. Halt. Na, das war der falsche Vogel. Ja, okay. Ja, okay. Au. Oh. Au. Jawohl. Und komm. Au. Jetzt habe ich mich auf dem Hintergrund konzentriert, weil ich dachte, da liegt ein Viech oder so. Entschuldigung. Ah, hinter uns ist noch ein Viech. Ich höre ihn. Da. Jawohl. Ja. Jawohl. Komm nur her, du Scheißviech. Ja. Gleich hammer dich. Nachschlag für unsere Bratpfanne. Ja. Ja. Yes. Schön gemacht. Leider Gottes ein bisschen verletzt, aber trotzdem nicht so schlecht. Das waren vier und wo ist der fünfte? War nicht ein fünfter irgendwo? Waren dann scheinbar doch nur vier. Na, oh, besser als nix. Eins, zwei, drei. Tatsächlich. Waren dann doch nur vier. Da unten ist der nächste. Ich weiß, ich bin angeschlagen. Aber ich will jetzt nicht zurücklaufen zum Heilen. Deshalb machen wir gleich derweil weiter. Der eine hier wird wohl noch gehen. Ohne dass wir sterben. Ja. 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 Jawohl. Sehr gut. Kräuterchen nehmen wir auch gerne mit. Puh. Sehr schön. Ah, Wildsau war da drüben, genau. 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 Eine genaue Wildsau. Und da unten war, glaube ich, dann wieder irgendwas zum Ausbuddeln. Ah, Stachelraunzen, genau. Zwei Stück, ne? Ja, ja. Die könnten mir jetzt zum Verhängnis werden.
Ja, oh. Ich wusste es. Komm her. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Jawohl. Gut. Sehr gut. Jetzt muss ich dann bald aufpassen, sonst darf ich nicht mehr allzu weit darunter. Aber ich glaube, man konnte sich da ein bisschen vorbeischmuggeln. Und vorbeischummeln. Ja. Ah, da haben wir noch einen Scavenger. Der wäre natürlich auch noch fein zu mitnehmen. Ich muss echt aufpassen. Ja. So. Ja. Ja. Na los. Puh. Ja. Komm, geht schon. Alter. Supi. Geschafft. Da unten ist, glaube ich, noch. Das sind zwei. Zwei können schon wieder zu viel sein. Da werde ich, muss ich so mal ins Inventar, das mal wieder auf meinen Lieblingsspeise-Button ziehen. Ich glaube, ich gönne mir zwei Bissen. Ist eh nicht viel, zwei Bissen, vielleicht drei. Oder auch alle. Nein. So. So. Und weiter. Weil vielleicht schaffen wir es, dass wir die beiden da besiegen können. Das wäre mir ganz und gar lieb. So. Hallo, Sauviecher. Huch. Gut, da hat es jemand nicht geschafft. Da haben sie jemanden umgebracht. Die Viecher. Offensichtlich Händler. Ruhe, Schiwiki. Du ja. Scheißviech. Na komm. Ich glaube, ich habe die Typen da immer falsch gelesen, ne? Ich habe die immer Scavenger genannt. Ich muss auch zugeben, ich habe damals nicht mit der vollen Auflösung gespielt und dachte, dass ich soll Scavenger heißen. Seegeier nennen die sich. Oder ist das eine andere Sorte Vogel? Das könnte auch sein, ich glaube nicht, ne? Das werden dann schon Seegeier sein. Ich bin echt schlau. Schlau, schlau. Ich dachte, das wären Scavenger, aber nein, das sind Seegeier. Weil ich es gerade so nebenbei mal bemerke. Entschuldigung dafür. So, Goldmünzen, Bolzen und Heringe. Bitteschön, nimm alles mit. Und hier ist auch noch ein Seegeier. Ein Seegeier. Naja. Man lernt nie aus. Ist hier noch irgendein Getier? Da hinten tatsächlich. Das werden wir nochmal speichern. Das werden wir speichern. Halt, da ist eine Beere. Bam, 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 bam. Aber nur einer, glaube ich. Seegeier. Komm her. Ja. So, gleich ist erledigt. Jawohl. Oh, der hatte hier ein Nest, kann das sein? Na, das schaut nur so aus, das sind Steine. Mann, das hat gerade ausgeschaut wie so riesengroße, namenloser Dieb. Nein, wie riesengroße Steine. Ah, da kann man was ausbuddeln. Ich glaube, da greife ich gerade ein bisschen vor. Sollte ich vielleicht gerade nicht unbedingt machen. Ich hoffe, dass man das Zeug hier nicht verkaufen kann, unabsichtlich. Das wäre ganz schlecht.
Na, grab schön. Inzwischen trinke ich mal was. Brüstelchen. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Richtig. Ausgraben kann ich, aufmachen nicht. Gut. Gut, damit wäre meine Sorge auch schon wieder dahin. Ah, da unten sind noch ein paar Vögelchen. Wo gehe ich denn hin? Ich breche mir sowieso bald wieder das Genick. Das weiß ich jetzt schon. Oh, die Pause ist auch gleich fällig. 5 Minütchen haben wir noch. Dann möchte ich gerne da oben die 2 da noch besiegen. Das sind sogar 3. Oi, 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 oi. Das ist auf jeden Fall mal ein Speichern wert. Warte. Da so. Und fortsetzen. Da unten sind Ordenskrieger. Seht ihr die 2 schon? Ja. Ja, ja, ja. Jawohl. Jawohl. Ja. Fast besiegt. Jawohl, die erste ist schon mal weg. Puh. Ja. Jawohl. Puh, die sehen uns nicht zum Glück. Ja. Fall nicht runter, du scheiß Viech. Nicht, dass die uns dann einsperren noch. Jawohl, Gott sei Dank. Wupp, 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 wupp. Level aufgestiegen. Yeah, supi. Perfekt, perfekt, perfekt. So, ja. Nummer 3, wo bist du? 1, 2, 3. Da, passt schon. So, ist hier noch irgendwas versteckt? Tatsächlich, schau mal. Eine Wichtelkappe. Super. Super, super. Hm, hätten wir noch 2 Minütchen. Vielleicht kennen sich unten noch die Scavengers aus, die beiden da unten. Boah, ich muss nur aufpassen, da nicht lang, darüber. Wenn du dich da einmal vergehst, ne? Das könnte schon schmerzhaft enden. Und ganz und gar nicht positiv für uns. Weil in die Vulkanfestung möchte ich nicht geschmissen werden. Wenn, dann möchte ich schon freiwillig hingehen dürfen. So, ein paar schöne Kräuterchen für uns. Zücken wir wieder unsere Waffe. Tun wir brav speichern, weil das lief gerade super. Ich tue viel zu viel speichern, ich weiß. Owen, Hallöchen. So. Wow, langsam. Na komm her. Jetzt will keiner. Feige Vögel, echt. Ja komm, ja komm. Schau, springt er mir an und lauter Freude, dass endlich mal Besuch da ist, ne? Aber ich habe gar keine Mehlwürmer. Au, keine Mehlwürmer für dich. Boah. 3. Wo kommt der jetzt auf einmal her, dieser Seegeier? Der 3. Seegeier, ne? Au, au. Na komm. Ja. Kackviech, echt. Ja. Nee, nee, nee. Jawohl, die erste ist schon mal hin. Na komm. Ja komm. Ja komm. Hey, nächster Wisch. Boah, der 2. Alter, der 2. Alter. Au. Ihr Scheißvögel. Jetzt Würmer fressen, echt. Oder die gleich euch. Wow, 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 wow. Ja. Na komm. Haha, nichts erwischt, nichts erwischt. Aber ich erwisch dich. Jawohl. Wieder 3 Keulen für uns. Sehr gut. Sehr, sehr fein. So, jetzt eine Runde. Eine Runde entspannen. Das dürfen wir looten. Kräuter looten. Jawohl. Kräuter, Kräuter, Kräuter.
Kräuter, Kräuter, Kräuter und vielleicht ein paar Muscheln. Und diesmal verkaufe ich sie nicht, sondern mache sie auf. Ja, versprochen. Ja, yeah, da haben wir schon die ersten beiden. Ich gehe auch mal kurz speichern. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil wenn man da nämlich zu weit rausgeht ins Meer, ja, wie soll ich sagen, das Meer ist gnadenlos. Oh, ist gerade der Fall. Dass ich gespeichert habe. Darf ich vorstellen, das ist Betsy. Und die hat gerade Hunger. Hey, Alter. Ich bin nicht gestorben. Ist Item weg? Also Items, dann sind die... Hat sie mir was weggenommen? Ich dachte, ich sterbe. Na, ich glaube, es ist noch alles da. Schwein gehabt. Schwein gehabt? Schwein gehabt. Ein Hering. Schön im Dreck liegend. Das schmeckt am allerbesten. Das ist nämlich die natürliche Barinade dazu. Die Barnier. Ui. Da schau mal. Nautilus. Ja. Jawohl. Und her mit euren Dingen. Dingens, Dingens, Dingens. Hering. Ich wollte ja nur schauen, ob es da Muscheln gibt, ne? So was Habgieriges von einem Viech. Schaut nicht aus, dass es hier irgendwo Muscheln gibt. Lalala, lalala. Da ist eine, glaube ich. Ja. Sehr fein. Da drüben auch. Warte mal, warte, 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 warte. Ja. Au, da haben wir auch noch was. 10 Erfahrungspunkte. Jawohl. Jawohl, jawohl. Und Goldmünzen. Die sind so groß, dass man sie gar nicht sieht. So. So, so, so. So, so, so. La, 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 la. Muscheln, Muscheln, wo seid ihr denn? Ich will euch haben und aufmachen. Irgendwie eine Verschwendung, ne? Dass man da nicht auch noch irgendwie Muschelsuppe draus machen könnte. Da, da, da. Und noch mehr Goldmünzen. Ist das ein Rad von einem Kahn? Kommt denn der daher? Das Meer spült allerhand glumpert an. Noch mehr Muscheln. Boah, langsam. Da, da, da. Da ist noch ein Hering. Da ist noch eine Muschel. Ein, noch eine Muschel und eine Nautilus. Komm, wir machen auch noch platt. Ja. Jawohl. Subi. Noch mehr Goldmünzen. Jo, bei Gothic waren es halt eben Fleischschwanzen. Die hatten dieselbe Aufgabe. Nur, dass ihr Fleisch sogar noch beim Einzelteil in einem Eintopf gelandet ist. Ja. Damals hat man alles zusammengefressen. In der Not. Was soll man machen? Das ist eben so. So, Truhe. Können wir die aufmachen? Oh ja, was haben wir denn da? Stahlrohling, einen Witz erzählen und Heilkraut. Nehmen wir alles mit. Ja, falls es hier so düster ist, dann muss ich halt mal zwischendurch einen Witz erzählen, um euer Gemüt aufzuheitern. So, Feuerchen. Wir braten wieder eine Runde. Auch den schmutzigen Hering werden wir braten. Wie gesagt, das ist dann ein banierter Brathering. Riecht schon mal nicht schlecht. Ui, 14 Hähnchenkeulen? Auch nicht schlecht. Unbedingt alle machen. Ja, ja. Braten nur schön dahin. Schade ist, dass es hier keine Matratze oder irgendwas gibt zum Pennen. So, und Brathering. Jawohl. Da drüben ist, glaube ich, eine Wurzel, ne? Ich sehe dich. Riecht schon mal nicht schlecht. Ich sehe dich, mein Freund. Na, Reiselust war das. Aber ich hab's gesehen. So, ja. Dann würde ich meinen, noch ein Stückchen da lang. Da gibt es noch ein, zwei Pflänzchen. Aber nicht zu weit, sonst kriege ich aufs Maul. Weil da oben stehen die Ohrenskrieger. Also, kurz mal wieder speichern. Oh, die Pause habe ich übersehen. Stimmt, die wollte ich auch noch machen. Ja.
Warte, ich bringe noch das eine hier zu stibitzen. Und das hier? Nicht sehen, bitte nicht sehen. Glück gehabt. Fein, und hier kommen wir, glaube ich, eh nicht rein, weil... Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. So ist es. Das heißt, ich würde mal sagen, wir gehen wieder zurück zu unserem Lagerfeuer und gönnen uns dort meine kurze Pause. Ich setze mich da mal schön hin. Ich würde mal sagen, da auf dem morschen Baumstumpf, da setzen wir uns hin. Neben uns ist ein Speibkübel, falls uns schlecht wird. Also alles vorhanden. Der schöne Ausblick hier aufs Meer. Ich würde mal sagen, wir machen ein Päuschen von 15 Minuten. Also dann, bis gleich.